Er ist 2 Meter groß, sehr muskulös und wiegt 25 Kilogramm. Aber eben typisch Mann. Er ist abgängig. Der Man in Black ist weg. Der schwarze Polyestermann unter den Planetariern ist entführt worden. Warum am Himmel in Wien die Hölle los ist, gleich nach den internationalen Bildern des Tages im World Check. World Check. Freizügig präsentieren die Schneiderinnen der Modebranche ihre Sommerkollektionen 2001. Fließende Strukturen und nackte Brüste sind das Thema von Stella McCarthy. Ihre Liebe zu Pferden versucht die Modeschöpferin von Chloé auch in ihren Kleidern zum Ausdruck zu bringen. Für laue Sommertage hält die Designerin Isabelle Maron auch für den Mann einen warmen Überzieher bereit. Und bei solch tiefen Einblicken der Abendgarderobe von Nina Ricci verspricht es, ein wahrlich heißer Sommer zu werden. Game Over heißt es nun für die Videospielautomaten in Malaysia. Mit militärischen Ehren beschlagnahmt die Regierung kurzerhand alle Spielautomaten des Landes. Dies soll dazu dienen, die Spielsucht und steigende Kriminalität unter den Jugendlichen in den Griff zu bekommen. Die Spielsucht ist für manche Malaien wirklich ein Problem. In der Zeit, in der du spielst, ist es wirklich faszinierend. Doch dann ist es ein Kampf. Ich muss mir immer Geld fürs Kino oder manchmal sogar für mein Essen von meinen Freunden borgen. Das ist schon richtig hart. Für das harte Durchgreifen der Regierung sieht der Anwalt Nur Yaslan Mohammed allerdings einen anderen Grund. Ich glaube, die Regierung hat große Probleme mit dem Erlass von Jugendschutzbestimmungen und so wählt sie für sich den einen Weg und verbietet einfach alles. Ich glaube, das ist der falsche Weg. In der Zwischenzeit sorgt die malaysische Unterwelt mit illegal importierten Automaten dafür, dass sich die Jugendlichen auch in Zukunft die neuesten Videospiele nicht nur aus der Ferne ansehen müssen. Unter den Hammer kommen in Hongkong die wertvollsten Kunstgegenstände aus Porzellan und Jade. Diese exklusiven Stücke einer Privatsammlung stammen aus der Zeit zwischen dem 12. und 19. Jahrhundert. Wer hier einkauft, braucht einen dicken Geldbeutel. Das wertvollste Stück der Auktion ist diese kleine Vase für 1,3 Millionen Dollar. Ist der Teller aus Porzellan für 1 Million Dollar ein richtiges Schnäppchen. Der Man in Black ist weg. Bei dieser Nachricht ist der Schöpfer von den Boten des Friedens fast aus allen Wolken gefallen. Ausgerechnet am Himmel wurde der schwarze Polyestermann gestohlen. Er ist einer von 100 Figuren, die beim Lebensbaumkreis im 19. Wiener Gemeindebezirk auf der Himmelwiese stehen. Die farbenfrohen Hünen sollten zwar schon bald zum nächsten Ausstellungsort wandern, doch dass das schwarze Kunstwerk unter ihnen plötzlich Beine bekommen hat, stinkt zum Himmel. Isabella Großschopf über die Fahndung nach dem Planetarier. We are the best kept secret in the universe. Our mission is to monitor extraterrestrial activity on Earth. We are your best, last, and only line of defense. We work in secret. We exist in shadow. And we dress in black. Ein Man in Black ist weg. Auf Wiens beliebter Ausflugswiese, dem sogenannten Himmel in Grinzing, wird eine Kunstausstellung boykottiert. DS Schwertberger hat hier 100 Skulpturen aufgestellt und nun fehlt eine. Der Wind hat manchmal welche umgeweht und da sind wir rauf und haben einen gesehen da hinten, der war umgefallen und da oben war auch noch einer. Da sind wir da gestanden, habe ich gemerkt, irgendwas ist anders und dann habe ich gleich gemerkt, hier ist eine klaffende Leere, da fehlt einer und das war der Schwarze da. Der steht immer neben dem Weißen. Der Künstler selbst kann es kaum glauben. Warum sich der oder die Täter ausgerechnet für den schwarzen Planetarier entschieden haben, kann auch Schwertberger nur vermuten. Einerseits sagen mir sehr viele Leute, dass der Schwarze eigentlich der Stärkste ist, am stärksten ausschaut, weil der also nicht bemalt ist, der hat also keine Bekleidung, das ist sozusagen nackt und die Nacktheit ist immer ein starkes Bild. Ein Triebtäter also, der anscheinend keine Mühen gescheut hat, den 25 Kilo schweren Man in Black in einer Nacht- und Nebelaktion davonzutragen. Was gar nicht so einfach ist, denn die Ausstellung wird rund um die Uhr bewacht. Die Wachtruppe ist im benachbarten Gasthaus stationiert. Aber hier will niemand etwas gesehen haben. Wenn Leute zu Fuß gehen,
das kann man nicht merken. Vor allem, die sind ja so leicht, dass wenn die Leute kommen und die zu Fuß wegtragen und wir haben hier drinnen einen festen Handel überhaupt nichts. Also, unmöglich. Die Planetarier sind gern gesehene Gäste am Wiener Himmel. Bei der Vorstellung, eine dieser 2 Meter großen Skulpturen mit nach Hause zu nehmen, gehen die Meinungen allerdings auseinander. Ich kann mir schon vorstellen, ich würde mir den buntesten mitnehmen und würde mir den in den Garten stellen. Und wenn ich ihn in der Früh anschaue, also bin ich mir sicher, wäre ich gut aufgelegt. Und es ist sicher eine Bereicherung für mich, wenn das im Garten stehen würde. Ich kann mir vor allem nicht vorstellen, wozu man die brauchen könnte. Die ist ja wirklich riesig. Da passt sie her und also ich würde sie nie entwenden. Nie. Ich wüsste auch nicht wozu und zu welchem Zweck. Was mache ich mit der? Fest steht jedoch, der Man in Black ist weg. Eine Anzeige bei der Polizei haben dennoch weder der Künstler selbst noch sein Manager erstattet. Ist es doch für beide nur mehr eine Frage der Zeit, den oder die Täter ausfindig zu machen. Wir geben demjenigen, der die Kunstgegenstand entfernt hat, wirklich die Chance, das nochmal zurückzubringen. Und bis dorthin werden wir auch von einer Anzeige absehen. Aber glaube ich, wenn sich bis zum Wochenende sich hier nichts auftut, müssen wir im Prinzip trotzdem dem nachgehen und schauen, wo im Prinzip dieser Schwarze geblieben ist. Wir haben ja auch installiert eine Kamera. Wie gesagt, wenn die Auswertung in dieser Kameraüberwachung dann schlussendlich doch erledigt ist, werden wir auch gezielter wissen, wer wirklich hier den Planetarier entfernt hat. Am Wiener Himmel ist nichts mehr, wie es einmal war. Einer von 100 Planetariern fehlt. Doch außer dem Künstler scheint das niemandem wirklich aufzufallen. Partytime in Österreichs einziger Erotikpension in Gmunden. Zum Abschied knallen nicht nur die Sektkorken. Was hast du, Marco? Kommen zum Schluss eines außergewöhnlichen Urlaubs. Wenn es Erotik-Weekend, wenn es Erotik-Weekend.